Konzentrationsschwierigkeiten und ja, wenn man erschöpft ist und nicht mehr aus dem Bett kommt und ja, der ganze Tag ist ja eigentlich, ne? Kennen wir Betroffene wirklich alle. Und ich habe es gelernt, dass Depression auch wieder eine Schutzfunktion ist. Das ist ein Schutz unserer Seele, weil die Depression trifft dann auf, wenn unser Psyche nicht mehr auf irgendeine andere Art und Weise mit uns kommunizieren kann, weil wir bereits schon eben alle Signale vom Körper überhört haben und auch ja, Schlafstörungen, also sonst, ne, das ist ja auch sowohl neurologische als auch körperliche Symptome, aber wir haben ja schon alles überhört, auch ja, Verdauungsbeschwerden, Schmerzen, alles Mögliche und machen so weiter wie bisher. Und dann irgendwann sagt die Psyche so, jetzt reicht's, weil jetzt kann ich ja nicht mehr. Und dann kommt eben dazu, dass sagt so, und jetzt lege ich dich lahm. Ich brauche nicht nur Erholung, aber auch ein viel langsameres Leben. Und wenn du in diesen Zuständen auch hier wieder etwas Positives entdecken kannst und du sagst, och, ja, jetzt ist wirklich an der Zeit, etwas Ruhe und Erholung meiner Psyche zu geben und meiner Seele zu geben, die ja unsichtbar ist, aber ohne die geht gar nichts und einen ganz wesentlichen Teil von mir ausmacht, dann kannst du auch diesen Anteil letztes Endes von dir umarmen und liebevoll umgehen. Und ist auch nochmal nur noch eine Anregung, dass dieser Akt, wo du dann diese Symptome und Zustände und all diese ja, Beschwerden, die du jetzt hast, erkennen kannst und sagen kannst, diese Symptome von heute sind meine Überlebensstrategien aus der Kindheit. Die haben mir dabei geholfen zu überleben. Und sei dankbar, weil ohne diese Symptome, die heute klar Symptome geworden sind, weil wir diese als Erwachsene nicht mehr benötigen und die verursachen jetzt Beschwerden. Aber die waren dafür da, dass wir überlebt haben. Und ohne diese wären wir heute nicht da. Ja, also gutes Gelingen. Ich hoffe, dass dir ein paar Inspiration geben konnte. Tschüss!